Einen schönen guten Sonntagabend und wie versprochen geht es weiter mit einer dritten Folge des Tages vom Experiment und es wird in der Veteranengruppe fleißig geschrieben, da gucken wir mal direkt rein. Thomas, Leute, Bernd hat sich gemeldet. Mika, endlich, wie geht's ihm? Memo von Thomas. Ach, er und sein Mann sind unverletzt. Sie sind in einem verlassenen Haus, ist gar nicht so weit weg von meinem Standort. Ich bin auf dem Weg zu ihnen, melde mich, sobald ich da bin. Jonas, thank God. Roxy, ein Glück. Ich frage mich immer noch, warum sie dorthin gebracht wurden. Noch sind die beiden nicht außer Gefahr. Glück trifft es, Roxy. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Wir wissen noch nicht so richtig, wie das Ganze ausgeht. Sie sind auf jeden Fall nicht außer Gefahr, das stimmt. Aber wir wissen, wo sie sind. Deswegen freuen sich die anderen. Ich nehme das Erste. Mika? Hauptsache, sie sind gleich in Sicherheit. Alles andere ist jetzt unwichtig. Roxy? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was mit Carsten ist. Ich glaube, er steckt in ernsten Schwierigkeiten. Er befindet sich noch in der Gewalt der Entführer. Ich fürchte, ich habe keine guten Nachrichten. Wir müssen auch realistisch sein, ne? Also ich glaube wirklich, er steckt in Schwierigkeiten, deswegen... Einmal ein Bild schicken. Wo über das Video von Carsten geschrieben wurde. Mika? Mein Gott, was sollen wir denn nur machen? Wenn wir die Polizei einschalten, werden sie ihn umbringen. Ich fürchte, im Moment können wir gar nichts machen. Ich weiß es auch nicht. Wie seht ihr das Ganze? Ich frag mal in die Runde. Jonas? Die Bullen sind auf jeden Fall keine Option. Auf gar keinen Fall. Und die machen ja so oder so nichts. Sabrina, wir können nur warten. Die Entführer werden sich ja irgendwann bei irgendwem melden. Und ihre Forderungen stellen. Hoffentlich. Jennifer, ja, wahrscheinlich. Aber können wir wirklich überhaupt nichts tun? Jonas, ich wüsste zumindest nicht was. Simeon? Wir könnten weiterhin versuchen, jemanden von RG ans Rohr zu bekommen. Im Augenblick habe ich auch keine bessere Idee. Gute Idee, wie wäre es, wenn ihr euch aufteilt? Ich könnte auch einen übernehmen. Premium, das nehmen wir natürlich. Sandy, warum nicht? Dann rufe doch bitte Kai an. Ach cool, soweit ich weiß, sind er und Carsten gut befreundet. Sabrina? Ja, sind sie. Ich hatte ziemlich viel Kontakt mit den beiden, als sie an Orphans gearbeitet haben. Einen Augenblick, Sebastian. Ich habe die Privatnummer irgendwo im Verlauf, Jonas. Okay, dann lasst uns die Leitung zum Glühen bringen, Leute. Irgendwann muss ja mal jemand rangehen. Da hat er recht. Ich übernehme Carsten. Roxy, und was willst du sagen? Hey Carsten, hab gehört, dass du gerade von der Horde Psychos entführt wurdest. Ja, klar. Warum nicht? Jenny? Jennifer? Roxy hat recht. Er wird wohl kaum abheben, wenn er von diesen Wahnsinnigen festgehalten wird. Jonas? Aber der Bulle hat doch vorhin auch mit irgendwem gesprochen. Auch wieder wahr. Könnte der Entführer gewesen sein, der sich als Carsten ausgegeben hat. Und im Gegensatz zu den Bullen erkenne ich, wenn jemand anderes sich als Carsten ausgibt. Das ist wahr, das ist eine gute Idee, dass das Jonas auch macht dann. Simeon, Jonas, wir haben keine Ahnung, wer diese Typen sind und was sie vorhaben. Finde ich cool, dass er jetzt auch mehr schreibt und auch den Anruf hatte, weil er bisher recht ruhig war.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die Nerven bei denen eh schon blank liegen. Roxy, aber sollten wir nicht alles versuchen, um herauszufinden, was mit Carsten los ist? Ich finde, Simon hat recht. Ich halte das auch für ziemlich riskant. Stimmt, jede Info könnte uns helfen, ihn zu retten. Eine schwere Entscheidung. Ich denke tatsächlich, jede Info könnte uns helfen. Jonas, sehe ich auch so. Und selbst wenn sich da jemand als Carsten ausgibt. Vielleicht kann ich ja irgendwelche Infos aus ihm herauskitzeln. Und wenn es zu heikel wird, lege ich halt auf. Simeon, okay. Aber bitte sei vorsichtig, Roxy. Ich werde Tim nerven. Welche Nummern haben wir noch? Jonas, ich habe noch die von Marco. Simeon, schick durch, darum kümmere ich mich. Hat jemand den Kontakt von Daniel? Roxy, nur die Mailadresse. Dann versuche ich es halt per Mail. Sandy? Sebastian, hier die Nummer von Kai. 255-477. Mit etwas Glück kriegst du ihn ja. Was ich mich gerade nebenbei gefragt habe, wir müssen doch irgendwann auch Minispiele bekommen, ne? Aber die kamen ja bisher nur in der Hauptgruppe. Also wirklich im Zusammenhang mit dem Experiment, ne? Eigentlich müssen wir wieder an die richtige Gruppe zurück. Und normalerweise, wenn man so nach den, ja, nach der Zeit geht, die immer zwischen den Minispielen liegt, müsste es eigentlich bald soweit sein für die ersten Spiele. Die können aber nur kommen, wenn wir in einer Gruppe sind, oder? Die kommen jetzt gleich auf eine andere Art. Okay, danke, ich werde es versuchen. In Ordnung, dann bis später. Ich bedanke mich einfach mal. Simeon? Und sobald jemand was erreicht, schickt er es in die Gruppe? Jonas, Daumen nach oben. Roxy, okay, dann mal an die Arbeit. Dann versuchen wir mal Kai zu kontaktieren. Ich mag dieses Interaktive, wenn man solche Sachen noch machen muss nebenbei. Hier so Leute anrufen und sowas. Finde ich cool. Dann versuchen wir mal unser Glück. No brain. Moin, der Kai hier. Oder vielmehr der Kai nicht hier. Ich habe mir selber meine Auszeit verschrieben und bin für eine Weile untergetaucht. Digital Detoxing nennt man das, glaube ich. Also einfach mal das Handy zur Seite legen und nicht ständig ins Mailpostfach glotzen. Kannst mir also gerne eine Nachricht hinterlassen, könnte aber dauern, bis du einen Reply kriegst. Liebe Grüße. Please leave your message after the tone. Kai, bist du da? Hallo? Kai? Sieht schlecht aus. Puh. Okay. Oh, das Kreuz zu erwischen ist mal schwierig. Na gut, dann würde ich mal sagen. Hat wohl nicht geklappt, dann gehen wir mal hier rein wieder. Isa privat. Hey, ich wollte in der Gruppe jetzt nicht unnötig für Aufregung sorgen. Aber findest du das nicht auch merkwürdig? Ich finde irgendwie alles merkwürdig. Aufregung haben wir... Achso, Kai ist übrigens untergetaucht. Ob das seine Gründe hat? Aufregung haben wir inzwischen auch mehr als genug. Ich finde inzwischen so ziemlich alles hier merkwürdig. Was meinst du? Ich frag mal, was sie meint. Naja, die Sache mit Bernd und seinem Mann. Irgendwie passt das doch alles nicht zusammen. Warum schleppen die Entführer sie in eine Hütte mitten im Wald und lassen sie dort zurück? Das weiß keiner von uns. Naja, vielleicht einer. Oder eine. Nicht gefesselt, Türen und Fenster nicht verschlossen. Sogar mit ihren Handys. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht wirklich nur als eine Art Warnung.
Nicht, dass sie ihnen direkt was tun wollten, sondern wirklich eine Warnung. Sie waren nicht das Ziel, die hatten es auf Carsten abgesehen. Es könnte sein, dass sie in Schwierigkeiten geraten sind und deshalb fliehen mussten. Naja, so sind die beiden zumindest vorerst außer Gefecht gesetzt. Auf jeden Fall sind sie außer Gefecht gesetzt, ja. Fürs Erste. Das schon. Aber den Entführern war doch sicher klar, dass die beiden sofort Hilfe holen, wenn sie aufwachen. Das sind interessante Gedanken, ja. Kann ich verstehen. Okay, da war die Warnung, dass man keine Polizei einschalten soll. Ja, das ist nämlich eher mein Gedanke. Aber dass die beiden Freunde anrufen würden, die ihnen helfen, war doch abzusehen. Stimmt, sie hätten die beiden auch im nächsten Waldstück abladen können. Vielleicht wollten sie einfach Zeit für ihre Flucht gewinnen. Vielleicht ist ihnen etwas dazwischen gekommen und sie mussten fliehen. Das könnte vielleicht sein. Mitten im Wald, wo kein Mensch weit und breit ist? Nein, das glaube ich nicht. Dann hätten sie doch wenigstens die Handys der beiden eingesteckt. Naja, wenn man wirklich schnell fliehen muss, kann das schon sein, dass man das vergisst. Und die beiden dorthin zu schleifen, kostet doch auch Zeit. Die müssen sich doch irgendetwas dabei gedacht haben. Diese ganze Aktion ergibt irgendwie keinen Sinn. Stimmt, das kann eigentlich nur eins bedeuten. Ja, ich nehme das mal. Was denn? Das Ganze war geplant und könnte eine Falle sein. Bernd lügt, er steckt mit diesen Schweinen unter einer Decke. Boah, weiß ich nicht. Ist nicht auszuschließen, aber... Das waren Amateure. Unmöglich, dass diese Typen auch hinter dieser Versuchsreihe stecken. Vielleicht ist es eine Falle. Und Thomas fährt da jetzt mitten rein. Genau. Als die beiden in Carstens Haus überwältigt wurden, war Bernd gerade im Gruppenchat. Was, wenn die Entführer den Chat verfolgt haben und wissen, dass Thomas auch dorthin unterwegs ist? Oh oh, oh oh. Die ahnen nichts Gutes. Dann war ihnen klar, dass Bernd ihn sicher sofort anruft, sobald er wach ist. Und dass Thomas natürlich kommen würde, um sie zu befreien. Was, wenn da doch noch jemand bei dem Haus lauert? Ich befürchte es. Möglicherweise war das alles nur ein Trick, um jetzt doch Thomas in die Falle zu locken, irgendwo abgelegen im Wald. Das alles ist jetzt nur eine Theorie, Sebastian. Aber eine gute. Vielleicht bin ich inzwischen auch einfach nur paranoid. Aber falls ich richtig liege, sind die drei in ernsthafter Gefahr. Wir sollten Thomas zumindest warnen, oder? Sehe ich auch so. Ich glaube, wir sollten es lassen. Vielleicht übertreiben wir wirklich nur. Ich will das nicht entscheiden. Doch, ich sehe es genauso. Thomas sollte darüber Bescheid wissen. Ich dachte, sie schreit Berndi. Das ist ein Ausrufezeichen gewesen. Bernd? Dieses Haus, bist du dir wirklich sicher, dass außer euch niemand dort ist? Ja, hier ist niemand. Sonst hätte ich doch etwas bemerkt. Aber wieso fragst du? Ich habe gerade mit Sebastian geschrieben. Irgendwas an der ganzen Nummer stinkt gewaltig. Das Ganze könnte geplant sein, um auch Thomas dorthin zu locken. Es könnte eine Falle sein. Dort im Wald seid ihr den Entführern schutzlos ausgeliefert. Vielleicht warten sie einfach, bis Thomas ankommt und schlagen dann zu. Das ist nur eine Vermutung, aber wir können nicht vorsichtig genug sein. Ja, es ist eine Vermutung, aber wir sollten auch das bedenken. Bernd, aber das ergibt doch keinen Sinn. Unsere Entführer hätten doch unmöglich wissen können, dass wir bei Carsten auftauchen. Und schon gar nicht, dass auch Thomas auf dem Weg ist.
Wir haben sie überrascht. Und um ihre Spuren zu verwischen, haben sie uns betäubt und hierher gebracht. Isa, fuck! Und wenn wir doch recht haben? Es könnte also sein, dass ihr in ernsthafter Gefahr seid. Jetzt beruhige dich mal, junge Dame. Du hast leicht reden, Bernd, eh? Ich bin mir sicher, dass wir beide weit und breit die einzigen Menschenseelen hier sind. Nichts deutet darauf hin, dass wir in ernsten Schwierigkeiten stecken könnten. Außer du steckst wirklich mit denen unter einer Decke. Dann kannst du dir wirklich so sicher sein, wie du es gerade bist. Die sind sicher längst über alle Berge. Aber um euch zu beruhigen, werde ich jetzt noch einmal losgehen und mich auf dem Gelände umsehen. Aber sei bitte vorsichtig, bitte mach das. Ich hoffe nur, du behältst recht, Bernd. Aber sei bitte vorsichtig. Natürlich. Ich sehe mich um und melde mich sofort, wenn mir etwas Ungewöhnliches auffällt. In Ordnung. Macht euch keine Sorgen. Uns wird schon nichts zustoßen. Oh oh, bis später. Oh, es geht... Oh. Wenn man vom Teufel spricht. Programm erfolgreich installiert. Installation abgeschlossen. Das Experiment wurde erfolgreich installiert. Die App ist zurück. Und wir haben einen Anruf von Eva. Seid ihr bereit, euch der nächsten Herausforderung zu stellen und tief in euer Innerstes zu blicken? Wenn du zu lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Alter. Keine Sünde wird ungesühnt bleiben. Keine Sünde wird ungesühnt bleiben. Ungesühnt bleiben. Ungesühnt bleiben. Keine Sünde wird ungesühnt bleiben. Alter, jetzt wird's wirklich die... Das ist so die gruselige Episode, habe ich gerade das Gefühl. Boah. Erinnert ihr euch an Episode 2? Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat aus der Gruppe. Iris könnte es gewesen sein. Irgendjemand hatte das da geschrieben. Ne, wer zu lange in den Abgrund schaut. Und wir sind zurück in der Experimentgruppe. Und wir haben ein neues Hintergrundbild, was sehr einladend aussieht. Es sieht cool aus, aber natürlich auch leicht verstörend. Okay. Wartet mal. Nee, wir haben ja nichts Neues, ne? Das ist nur... Okay. Mich hat die Zähne irritiert. Dann wollen wir mal. Oh je. Mike, WTF. Maya, was für ein kranker Shit läuft hier bitte? Jesse, genau dasselbe habe ich mich auch gerade gefragt. Und wie geht sowas überhaupt? Tom, das musst du Flo fragen. Ich habe keinen Plan von sowas. Willkommen zurück, Leute. Aber bei euch war doch auch alles weg, oder? Mike, yo. Ja, die App war verschwunden und plötzlich war sie wieder da. Sind denn alle wieder hier? Verdammt, ich hatte gehofft, dieser Wahnsinn hätte endlich ein Ende. Ich nehme das Erste, weil Tom gefragt hat. Finn? Bei mir auch. Flo? Selbst mir fehlt eine plausible Erklärung. Wir bitten um Aufmerksamkeit. Werte Probanden, wir begrüßen euch zur nächsten Phase unserer Versuchsreihe. Euer Punktestand gegenüber den anderen Gruppen hat euch für die weiteren Aufgaben qualifiziert. Ihr seid somit die letzten verbliebenen Teilnehmer. Während ihr in den vorangegangenen Aufgaben die Vergehen und die daraus resultierenden Konsequenzen für fremde Menschen abwägen musstet, wird es nun um euch persönlich gehen. Alter. Im Folgenden werdet ihr vor die Aufgabe gestellt, euch selbst den Spiegel vorzuhalten und die eigenen Taten zu reflektieren.
denn nur das Eingeständnis der eigenen Fehler und die entsprechenden Lehren daraus bringen uns näher zu Gott. Wir wünschen euch viel Erfolg. Was für ein kranker Scheiß. Mike. So, das heißen, die anderen Gruppen sind raus, Coco. Ihr verfluchten Schweine! Was ist mit meiner Schwester? Ich schwöre bei Gott, wenn ihr Pia auch nur ein Haar krümmt. Alter, was ist hier los? Memo? Coco, ich weiß nicht, was zum Teufel hier passiert oder wo du da reingeraten bist. Aber bitte, hör mir zu. Ich soll euch sagen, dass sie mir etwas antun werden, wenn einer von euch aufhört oder versucht, die Polizei einzuschalten. Bitte, tu, was sie sagen. Ich hab so schreckliche Angst. Sie werden mich... Boah. Iris. Oh mein Gott. Coco, diese verfluchten Wichser. Okay. Also, wir müssen mitspielen, weil sie jetzt Pia in der Hand haben. Und wenn wir nicht mitspielen oder die Polizei einschalten, dann wird Pia etwas zustoßen. Das heißt, sie haben jetzt damit auch uns in der Hand. Sie haben sie noch immer in ihrer Gewalt. Fuck, es ist noch nicht vorbei. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Frage ich mal in die Runde. Jessie? Ich habe keine Ahnung. Flo? Leute, ich weiß, dass wir uns gerade in einer absoluten Extremsituation befinden. Aber so schwer es auch fallen mag, wir müssen versuchen, die Nerven zu behalten. Coco? Ach, fick dich doch, Flo! Flo hat recht, wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Das würde Bernd auch sagen. Wie soll man da denn die Nerven behalten? Scheiße, Flo. Coco hat nun mal Angst um ihre Schwester. Ich gebe Flo tatsächlich recht. Coco, verdammt, die haben meine Schwester. Flo. Ja, und das tut mir wirklich unendlich leid, Coco. Aber zumindest wissen wir, dass sie noch lebt. Und damit das so bleibt, dürfen wir jetzt keine Fehler machen. Maya, easy gesagt, Flo. Ist denn nicht deine Sister? Jessie? Ich frage mich, was aus Mats geworden ist. Coco? Scheiß auf Mats! Diese Schweine haben Pia! Tom, die Ansage war eindeutig. Keine Polizei. Und wenn einer von uns aufhört, bringen wir Kokos Schwester ebenfalls in Gefahr. Was schlägst du also vor? Aber irgendwas müssen wir doch machen. Ja, wir haben es alle gehört, Tom. Was schlägst du denn vor, Tom? Ich fürchte, sie haben uns in der Hand. Wir müssen tun, was sie verlangen. Coco? Fuck, ein Scheiß muss ich... Wenn ich die Aufnahme den Bullen zeige... Werden die sie schnappen? Flo, bitte beruhige dich, Coco. Wir haben doch alle mitgekriegt, was passiert ist. Das Video und alle Hinweise wären gelöscht, bevor du auch nur die 110 gewählt hast. Mike, stimmt, bei mir ist alles weg. Maya, Dito. Flo, bei uns allen. Sie haben offensichtlich die Möglichkeit, diese App und sämtliche Spuren von unseren Geräten zu entfernen. Ja, sie haben sich abgesichert und wir haben keine Ahnung, was sie noch alles mitkriegen. Diese Mistkerle haben uns ausgetrickst und wir sind alle drauf reingefallen. Wir haben keine Ahnung, was sie noch alles mitkriegen. Das ist ein großes Problem. So sieht's aus. Dazu kommt noch, dass sie uns offenbar tracken können und genau wissen, wo wir uns gerade aufhalten. Jessie? Stimmt. Denkt an diese merkwürdigen Zitate bei Coco und Tom. Sie wissen, wo wir wohnen.
Du würdest wahrscheinlich nicht nur deine Schwester, sondern uns alle in Gefahr bringen. Coco? Aber es kann doch nicht sein, dass wir gar nichts machen können. Tom? Im Moment sehe ich die einzige Möglichkeit darin, diese kranke Scheiße weiter mitzuspielen. Da hat er recht. Zu hoffen, dass es irgendwann vorbei ist und sie deine Schwester gehen lassen. Oder dass wir irgendwelche Spuren zu den Drahtziehern bekommen. Iris, ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch lange aushalte. Ich will mal was gucken. Nee, nicht hier. Ah, die Statistik ist raus, ne? Ich habe nämlich ein bisschen Angst um Isas Gruppe. Denn die waren auf dem letzten Platz. Geht mir genauso, das alles wird langsam unerträglich. Wenn wir an einem Strang ziehen, schaffen wir das, Leute. Wir haben keine Wahl, Iris. Ich nehme das Zweite. Mike, sehe ich auch so. Kneifen ist keine Option. Wir ziehen das gemeinsam durch. Keiner hier lässt dich sitzen, Coco. Jessie? Ja, Mann. Und irgendwie holen wir deine Schwester da raus. Oh, oh. Ah, Tom? Genau, wie Sebastian schon meinte. Wenn wir jetzt zusammenhalten, schaffen wir das. Coco, danke, Leute. Du kannst auf uns zählen, Coco. Mitgehangen ist mitgefangen. Wir haben doch sowieso keine Wahl. Du kannst auf uns zählen, Coco. Maya? Hört, wir lassen dich nicht hängen. Iris? Ja, auch wenn ich echt Angst davor hab, was uns als nächstes erwartet. Mike? Ich denke, die große Belohnung können wir uns abschminken. Das war nur Gelaber, um uns bis hierher zu bringen. Ja, das sehe ich genauso. Jessie, und das hat ja eindeutig auch wunderbar funktioniert. Maya? Jo, und jetzt fahren sie Richtung, richtig krasse Geschütze auf, um uns weiter unter Druck zu setzen. Finn? Aber was genau haben die jetzt vor? Iris? Sie sagte was von Aufgaben, die uns selbst den Spiegel vorhalten werden. Was zum Teufel meinte sie damit? Mike? Wir werden es bald herausfinden. Naja, bisher haben wir immer über die Scheiße von anderen geurteilt. Aber jetzt geht's dann wohl uns an den Kragen. Alter, jetzt müssen wir untereinander urteilen, oder was? Keine Sünde wird ungesühnt bleiben. Ich versteh's nicht, wir haben noch nichts gemacht. Aber die wissen doch gar nichts über uns. Wollen die jetzt, dass wir irgendwelche Sünden gestehen? Genau darauf wollen sie hinaus. Und ich glaube, die wollen, dass die Gruppe quasi über die eigenen Leute Urteile fällt, ne? Nicht mehr über Fremde oder welche, die mal in der Gruppe waren, sondern wirklich über Leute, die in der Gruppe sind. Und wir wissen, dass jeder eine Schattenseite hat, dass jeder schon mal Scheiße, richtig große Scheiße gemacht hat. Wir erinnern uns an den Einzelchat mit Finn in Episode 2. Die Geschichte mit der Grabschändung. Wir haben schon was gemacht und die wissen was. Natürlich wissen die was über uns. Die wollen, dass wir Sünden gestehen. Wahrscheinlich werden uns die Sünden einfach schon vorgehalten und der Rest verurteilen. Ich nehme das Letzte. Vielleicht, irgendwelche Leichen hat wohl jeder im Keller. Geht nur drum, die ans Tageslicht zu zerren, Iris. Und dann was? Dann sollen wir uns gegenseitig verurteilen? Flo. Darüber können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Wir bitten um Aufmerksamkeit. Alter.
der Einzelchat mit Finn. Scheiße. Boah, ist das fies. Würde jetzt jemand anderes kommen? Wenn wir in Episode 2 einen anderen Einzelchat gehabt hätten? Das wäre krass. Das wäre richtig krass. Wiederspielwert und so, ne? Boah, ist das gemein. Oh nein. Finn? Na super. Ich habe das Sebastian im Vertrauen erzählt. Scheiße, das tut mir leid, Finn. Oh Mann, vielleicht hättest du das besser für dich behalten sollen. Was soll das denn jetzt schon wieder? Das tut mir echt leid. Und wir haben aber nichts verraten. Mike. WTF. Finn. Unfassbar. Die haben jeden Chatverlauf mitverfolgt und wollen das jetzt gegen mich verwenden. Du kommst ja mal sowas von in die Hölle. Grab und Kirchenschändung? Krass. Iris. Puh, es muss schrecklich für die Hinterbliebenen sein, ein Grab so vorzufinden. Flo. Ich bin ja auch wirklich kein gläubiger Mensch, aber das ist schon äußerst respektlos. Alter, fuck. Oh. Ich glaube, das sieht Finn inzwischen ähnlich, Flo. Kommt schon, Leute, wir haben alle schon Fehler gemacht. Das ist wirklich ziemlich daneben, Finn. Wir haben alle Fehler gemacht. Und wir müssen jetzt trotzdem zusammenhalten. Mike? Stimmt schon, aber wir können zumindest noch auf einen Platz im Himmel hoffen. Finn? Ja, das war scheiße. Und es tut mir nachhinein auch furchtbar leid. Ich habe mich da mitreißen lassen. Und wenn ihr mich dafür jetzt fertig machen wollt, von mir aus. Ich habe es wahrscheinlich nicht besser verdient. Iris. Sie halten uns den Spiegel vor Augen. Das waren die Worte. Aber worauf läuft das Ganze jetzt hinaus? Das war etwas, was ich Sebastian im Vertrauen erzählt habe. Sollen wir uns jetzt gegenseitig zerfleischen? Für irgendwelche Fehler aus der Vergangenheit? Coco, das ist mir alles scheißegal. Ich will meine Schwester zurück. Alter, hier geht's richtig ab. Okay, jetzt kommen gleich Minispiele. Mike, hä, was soll das denn jetzt? Jetzt sollen wir zocken? Ernsthaft? Die Alte hat doch eben im Video gesagt, dass wir die letzten Teilnehmer sind. Maya, jo, genau. Wofür sollen wir jetzt irgendwelche Punkte erspielen? Gute Frage, aber das werden wir vermutlich schon bald erfahren. Wir haben ja eh keine andere Wahl. Es gibt ja nicht einmal mehr eine Statistik. Team ist Erster. Coco, wollen die uns verarschen? Ich soll jetzt irgendwelche bunten Klötzchen schieben? Fickt euch! Schiebt euch eure Klötzchen gefälligst in euren Arsch! Iris, Coco, das hat keinen Sinn. Du sollst dich noch zusätzlich verärgern. Ich verstehe, dass es dir nicht leicht fällt, aber spiel einfach mit. Maya? Iris hat voll recht, das hatten wir doch eben schon geklärt. Wir müssen das jetzt durchziehen. Auch wenn es scheiße ist.
Sekunde. Okay. Boah, wie krass, oder? Oh, wie krass. Also den Gedanken, den ich jetzt tatsächlich hatte, ne? Was wäre denn, wenn wir jetzt in Episode 2 im Einzelgespräch zum Beispiel Maya genommen hätten? Hätten wir dann jetzt ein Video bekommen von Maya mit ihrer Sünde? Das würde mich mal echt brennend interessieren. Oder ob wir hier ab diesem Punkt wirklich nur entweder Tiana oder Finn vorgehalten bekommen, die Sünde. Ich könnte mir vorstellen, dass Tiana die gleiche Sünde hat, also auch dieses Grabstein-Kirchenschändung. Könnte ich mir vorstellen, und dann würde das in diesen Chat halt gut reinpassen, ne? Und je nachdem, wen du dann halt in der Gruppe hast. Boah, wie krass. Es geht jetzt also darum, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Und das, worauf es jetzt ankommt, ist wirklich, dass die Gruppe zusammenhält und jeden einzelnen Fehler, der jetzt der Gruppe gezeigt wird von den einzelnen Personen, jede Sünde, dass die von allen Gruppenmitgliedern verzeiht werden. Dass keiner dann anfängt, ja, aus der Reihe zu tanzen und gegen die Person mit der Sünde zu feuern, sondern dass alle auf einer Seite sind, an einem Strang ziehen. Darauf wird es jetzt ankommen. Wir können echt gespannt sein, wie das Ganze hier weitergeht. Ich werde erstmal eine Pause machen müssen. Es passt auch von der Folgenlänge her. Und ja, die Minispiele werde ich natürlich wieder trotzdem spielen, obwohl ich sie überspringen kann, werde ich sie trotzdem wieder spielen, einfach um mir die Level anzuschauen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wenn alles klappt, kommen jetzt wieder täglich 2 Folgen, ne, so wie ich es immer bei aktuellen Episoden handhabe oder gehandhabt habe. Und ich bin super gespannt, wie das Ganze hier halt weitergeht, ne? Vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Wohl dann bis zum Anfang der Woche. Bis Montag. Tschüssi.